Ja, herzlich willkommen nochmal. Der Stefan Brandner, stellvertretender Bundesvorsitzender, ist jetzt bei uns im Studio. Stefan, jetzt haben wir gerade schon mal ein bisschen geübt. Herzlich willkommen. Ja, wir haben schon ein bisschen geflirtet gerade, ne? Ja, ja. Ich habe gesagt, endlich mal bei euch im Studio. Lange nicht mehr gesehen, Lisa, aber du bist groß geworden, sag ich mal. Ja, ich bin groß geworden. Dabei mogel ich heute gar nicht. Sie sehen es nicht, ich habe nicht mal hohe Schuhe an. Aber ich bin groß geworden. Wir sind heute Flachschüler. Damit wir hier viel rumlaufen können den ganzen Tag. Es muss bequem sein, einsatztauglich. Stefan, jetzt ist der Rechenschaftsbericht durch für euch als Bundesvorstandsmitglieder. Beginnt für dich jetzt der entspannte Teil hier? Du meinst, weil wir was zu verbergen hatten ursprünglich und das nicht aufgefallen ist? Nein, naja. Also wir haben ja nichts zu verbergen. Und Rechenschaftsberichte sind ja für diejenigen, die daran beteiligt sind, relativ langweilig. Ich kannte den ja vorher schon. Für die Leute, für die Delegierten, die hier sitzen, war das natürlich spannend. Wir haben uns entlastet für das vorvergangene Jahr. Das ist schön, aber entspannt ist nicht, denn wir haben jetzt noch anregende Satzungen, Schiedsgerichts und andere Debatten. Und das geht ja, der Parteitag geht dann noch ein paar Stunden weiter. Ja, wir haben ein straffes Programm abzuarbeiten. Am Sonntag soll ja auch noch das Programm durchlaufen, beziehungsweise wir haben auch einen Haufen Änderungsanträge, ein Antragsbuch. Bist du guter Dinge, dass wir das noch schaffen? Weil die Kandidaten müssen ja auch noch alle gewählt werden. Du meinst jetzt ab morgen bei der Europawahlversammlung? Ja, ja. Also hier, ich habe das ja mal mitgebracht, das ist ja das Antragsbuch für heute. Genau. Das ist ja nicht ganz so dick, ne? Nee, das geht. Ich muss aufpassen, vielleicht nochmal dran, deshalb habe ich mitgebracht. Ja. Morgen sieht es ein bisschen, also für die Europawahlversammlung sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es ja den Leitantrag des Bundesvorstands und der Bundesprogrammkommission. Und da gibt es natürlich Dutzende von Änderungsanträgen. Ja. Also da wird viel zu reden und zu abzustimmen sein. Ob es jetzt morgen dazu kommt, wird die Versammlung morgen entscheiden, ob wir erst die Delegierten, erst die Kandidaten wählen und dann das Programm machen oder umgekehrt. Da kann ich noch nichts zu sagen. Ich bin aber sicher, wir werden gute Kandidaten aufstellen und ein gutes Programm am Ende haben. Ich würde gerne noch mal einen Blick nach Thüringen werfen. Du kommst ja aus dem Landesverband Thüringen. Und ihr hattet ja quasi einen Wellenbrecher. Vor einigen Wochen wurde Robert Sesselmann zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt. Und es gab hitzige Diskussionen. Wie ist die Stimmung in Thüringen jetzt gerade? Hat sich da was verändert? Na, Thüringen war ja mal bekannt als das grüne Herz Deutschlands. Inzwischen ist es das blaue Herz Deutschlands. Ja. Ne? Wir stehen in den landesweiten Meinungsumfragen bei 34-35% und hatten natürlich vor einigen Wochen, du hast es gerade erwähnt, so einen Durchbruch mit Robert Sesselmann, der übrigens auch heute hier ist, der erste Landrat. Und das war natürlich das Zeichen. Das war natürlich das Zeichen dafür, dass wir Regierungsverantwortung übernehmen können und auch übernehmen wollen. Zunächst mal auf kleiner Ebene. Der kleine Landkreis Sonneberg ist, glaube ich, der zweitkleinste Landkreis Deutschlands. Aber Robert Sesselmann wird zeigen, dass wir es auf kommunaler Ebene können. Und wir werden in Zukunft auch zeigen, dass es auf Landes- und Bundesebene funktioniert. Und es gab ja auch diesen Demokratiecheck, der berühmt geworden ist. Ja, das ging ja durch alle Medien. Wie kam das bei den Wählerinnen und Wählern in Thüringen an oder allgemein bei euch? Ja, das kannst du dir vorstellen. Ne? Wenn man einen ersten Wahlgang hat, dann liegt man vorne. Im zweiten Wahlgang liegt man auch vorne, hat die absolute Mehrheit. Man hat über 50% und plötzlich kommt so ein dahergelaufener Innenminister daher mit seinem Landesverwaltungsamt und sagt, so, jetzt überprüfen wir erstmal, ob der Kandidat überhaupt demokratisch ist. Aber da kann man sich nur an die Stirn fassen und sagen, was ist das denn für Quatsch? Das kam natürlich bei den Wählern überhaupt nicht gut an und bei den Bürgern schon mal gar nicht. Aber am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, sogar das Thüringer Landesverwaltungsamt, geführt von einem SPDler, der wiederum einem SPDler untersteht, der Innenminister ist, sogar die haben inzwischen das Siegel Robert Sesselmann gegeben, dass er ein durch und durch Demokrat ist, also auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Das heißt, wir haben jetzt das amtliche Siegel und Robert Sesselmann dürfte der erste Landrat weltweit sein, der inzwischen sozusagen den Persilschein vom Landesverwaltungsamt und den Demokratiecheck bestanden hat. Erster Landrat der AfD in Thüringen und in Sachsen-Anhalt beim gastgebenden Landesverband. Hier wurde auch der erste AfD-Bürgermeister gewählt. Dann haben wir auch sehr hohe Umfragewerte. Inwieweit wirkt sich das eventuell auf die Bundesebene aus und auch auf die anstehenden Europawahlen? Ja, Sachsen-Anhalt können wir auch nennen. Der Ort heißt der Ragun-Jesnitz. Genau. Ne? Also ja. So ein Doppelnamenort. Im Landkreis Bitterfeld. Hannes Loth hat da gewonnen, ist Bürgermeister, also der erste direkt gewählte Bürgermeister, den wir haben. Insoweit sehen wir auch Sachsen-Anhalt. Ist ein tolles Bundesland. Du kommst da auch noch her, ne? Ja. Das kann kein Zufall sein. Nee, also momentan die Umfragewerte sind natürlich super. Es läuft, sag ich mal, aber es ist nicht entscheidend, wer zuerst losläuft, sondern entscheidend ist, wer zuerst ankommt. Wer hat dann letztendlich das Rennen gewonnen? Auf die Umfragen bedeutet das, die Umfragen sind nicht entscheidend, sondern das Wahlergebnis am Ende. Und da ist dann noch ein Jährchen hin. Mal sehen, was bis dahin sich tut. Wir werden auf jeden Fall versuchen, Gas zu geben und dann noch ein paar Stückchen aufzulegen. Wie ist die Strategie für den Wahlkampf? Soll da jetzt irgendwas anders gemacht werden? Oder inwieweit soll die positive Stimmung genutzt und auch bis zum Wahltag weiter transportiert werden?
Ja, wir haben ja viele Wahlkämpfe jetzt, ne? Dieses Jahr haben Kommunalwahlen auch noch. In diesem Jahr noch die beiden Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Im nächsten Jahr dann Europawahl, Kommunalwahlen, genau. Mehrere Landtagswahlen. Vielleicht noch eine Bundestagswahl. Mal gucken, was jetzt da alles noch so beschert wird. Also was die Strategie angeht, wir brauchen nichts zu ändern. Wir machen seit 10 Jahren eine fundierte, faktenbasierte, vernünftige Politik für den Bürger. Es trägt inzwischen Früchte. Also aus meiner Sicht brauchen wir nichts zu ändern. Wir müssen die klare Linie behalten, uns nicht einlullen lassen und auch nicht dadurch verunsichern lassen, dass irgendwelche sogenannten Verfassungsschützer irgendwelchen Unsinn über uns erzählen. Du selbst bist ja Mitglied im Bundesvorstand. Wie soll für dich die zukünftige Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Vertretern im EU-Parlament aussehen? Ihr habt ja doch, sage ich mal, Distanzen auch zu überbrücken mit Abstimmungen. Gibt es da Optimierungsbedarf oder habt ihr Ideen, wie das in Zukunft laufen soll? Optimieren kann man immer, oder? Ja, freilich. Das Bessere ist der Feind des Guten, sagt man ja sozusagen. Und Tino Chrupalla hat es ja vorhin in seiner Rede auch gesagt, dass die bisherige Delegation der AfD im Europaparlament ja noch so ganz überwiegend Meuten geprägt ist und eine Politik gemacht hat in den letzten 4 Jahren, die jetzt nicht die unsere mehr ist. Also wir müssen selbstbewusster auftreten, wir müssen geschlossener auftreten und das wird natürlich funktionieren. Wir haben die Verzahnung da durch Maximilian Krah, der ja auch im Bundesvorstand sitzt. Da spielen ja heutzutage Entfernungen keine große Rolle mehr. Wir haben ja die elektronischen Möglichkeiten, alle, die da sind. Also es geht immer besser. Aber es hängt zunächst mal von den Personen ab. Da bin ich, wie gesagt, zuversichtlich, dass sich da einiges tun wird in den nächsten Tagen. Und am nächsten Wochenende sind wir auch nochmal hier. Und alles andere ergibt sich dann, denke ich mal, im positiven Sinne von selbst. Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss jetzt auch gewesen. Ist auch warm hier, ne? Geht's ja auch so? Es ist warm hier, ja. Auf den Thermometer? Also um die 40 Grad ist hier bestimmt drin, oder nicht? Ach, gefühlt, ja. Unsere Lampen tun ihr Übriges, ja. Herzlichen Dank, Stefan Brandner. Und falls wir es nicht schaffen, dann sehen wir uns ja nochmal vielleicht zum Programmparteitag. Ja, oder morgen, übermorgen, wenn ihr nochmal Zeit habt. Guckt gerne nochmal hier, wenn sich irgendwelche Sachen interpretationsbedürftig sind, bin ich immer wieder gerne hier. Wir kommen drauf zurück. Ja. Dankeschön.